Mir wurde gesagt, endlich bin auch ich mal erleuchtet. Wenn ihr vom Brennenstuhl ebenfalls erleuchtet werden wollt, dann schaut euch in jedem Fall dieses Video an. Hey Handwerker, willkommen in der Tool Group, deinem Kanal für Tests, Tipps und Tools. Ich bin Volker und damit du in Zukunft kein Video mehr verpasst und ebenfalls erleuchtet wirst, abonnier doch unbedingt unseren Kanal. Und schon bist du Teil unserer Tool Group Family. Brennenstuhl hat Neuigkeiten und zwar den neuen Yaro LED Strahler. Ich würde mal sagen, die neue Yaro LED Strahler Familie fühlt sich eher so und ist nämlich nicht nur einer, sind viele. Was ist denn jetzt genau neu? Also, das Design, wenn wir uns angucken, dann gibt es das jetzt in Schwarz-Anthrazit. Und das ist schon, ehrlich gesagt, ziemlich lässig. Gefällt mir gut. Was ist noch neu? Die Schutzklasse ist nach oben gerutscht und zwar auf IP65. Heißt staubdicht und strahlwassergeschützt. Also, ihr könnt die jetzt getrost im Regen stehen lassen und die werden euch nicht verlassen. Außerdem gibt es ein robustes, ölbeständiges RN-Kabel. So heißt es, sieht so aus. Was haben wir noch? Die Energieeffizienz ist mit der Klasse D bewertet. Und dann sind die Strahler natürlich mit der neuesten LED-Technik ausgestattet. Es wurden SMD-LEDs verbaut und die strahlen richtig hell. Die Frontscheibe ist aus bruchfestem Sicherheitsglas. Also bestens für den Außeneinsatz geeignet. Bestellen könnt ihr die Strahler in drei verschiedenen Varianten. Einmal gibt es da die mobile Variante, dann als fest verbaubaren Wandstrahler und die gibt es auch in der Teleskopversion. All das habe ich unter der Videobeschreibung nochmal für euch verlinkt und zusammengefasst. Dann könnt ihr euch da ein gutes Bild machen. Die Endung M ist zum Beispiel für die mobile Variante, wie hier, oder T dann fürs Stativ. Was die Leistung betrifft, da haben die schon ordentlich Power. Von 1150 Lumen festhalten bis zu satten 17.500 Lumen. Würde man sagen, da könnt ihr eine ganze Arena mit versorgen. Weitere Neuigkeiten gibt's für die Multi-Battery-Strahler. Und da geht mein Blick hier rüber. Erstmal zu diesem Metabo-Aufsatz. Funktioniert folgendermaßen mit den Aufsätzen. Draufschieben und dann in so einem Strahler verbauen und dann könnt ihr den mobil wo auch immer mit hinnehmen. Was ist jetzt genau die Neuigkeit? Jetzt könnt ihr vier weitere Akkuhersteller verwenden und zwar Fein, Hikoki, Einhell und Wirt. Die sind hinzugekommen. Insgesamt sind es jetzt also 11 verschiedene Akkusysteme, die ihr mit Brennenstuhl verwenden könnt. Auch den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch ein genaues Bild machen. Das ist aber noch nicht alles. Wir haben noch Taschenlampen für euch. Und zwar diese beiden Varianten. Einmal die batteriebetriebene Version. Das sind die beiden hier. 180 und 350 Lumen Lichtstärke. Und dann die zwei. 200 und 400 Lumen akkubetrieben. Also wieder aufladbar. Ganz easy und entspannt und hell vor allem. Und wenn ihr jetzt noch nicht erleuchtet seid, dann schaut doch mal unten in unseren Tool Group Shop hinein. Habe ich euch ebenfalls unter dem Video verlinkt oder guckt auf toolgroup.de. Da gibt es die gesamte die gesamte Bandbreite von Brennenstuhl. Könnt ihr einfach mal ein bisschen stöbern und nachgucken, was ihr denn noch so braucht. Könnt ihr euren Wunschzettel für Weihnachten ergänzen oder euch selbst was schenken. Lasst mich doch in den Kommentaren wissen, was war jetzt die coole Neuigkeit für euch, was könnt ihr brauchen. Vielleicht habt ihr noch die eine oder andere Frage, gehen wir natürlich gerne drauf ein. Ansonsten war es das von meiner Seite. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Euch viel Spaß beim Stöbern, beim Heim- und beim Handwerken und natürlich auch beim Erleuchtet werden. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss und join the group.